Woran ich mich beim Aufstieg des Imperiums erinnere, ist, wie leise alles war. In den letzten Stunden der Klonkriege wurde die 501. Legion heimlich zurück nach Coruscant verlegt. Es war eine stille Reise. Wir wussten alle, was geschehen würde. Und was wir tun würden. Hatten wir Zweifel? Verräterische Gedanken? Vielleicht. Aber niemand sagte ein Wort. Nicht auf dem Flug nach Coruscant, nicht als Order 66 erteilt wurde und nicht als wir in den Jedi-Tempel marschierten. Kein Wort. Heute Nacht steht der Fall der Jedi bevor. Die höchste Autorität hat uns befohlen, den aufrührerischen Jedi-Orden auszulöschen, der unser großes Imperium bedroht. Unser erstes Ziel ist, die Ratskammer einzunehmen. Lord Vader wird das Kommando haben. Also Ruhe und los, los! Achten Sie auf die Lichtschwerter. Achtung! Down! Eisenstiel! Auf Geschütze! Für den Kanzler! So macht man das nämlich. So wird es gemacht. Die alles wissen, der Sith und der Jedi enthalten, sagt man. Das erste ist im Kommraum. Holen Sie es und bringen Sie es zur Veranda. Thank you.
Nähe der Sternenkammer. Sie müssen diesen Jedi besiegen und sein Holocron zum Veranda-Absetzpunkt bringen. Durch den Untergang von Coruscant und die Eliminierung der verräterischen Jedi war Palpatines Aufstieg zur Macht vollständig. In Anerkennung unserer Dienste und unserer Loyalität dem Imperator gegenüber wurde die 501. unter Lord Vaders direktes Kommando gesetzt. Mit tödlichen Waffen, brandneuen Schiffen und glänzenden neuen Rüstungen ausgerüstet, machte unsere Gegenwart der Galaxis klar, dass die Tage der alten Republik gezählt waren. Wir begannen eine neue Ära. Eine Ära der Ordnung und des Friedens.